Und guten Morgen, ihr Lieben. Hier ist Julia Aurelia jetzt mit der Mittwochsbotschaft, dem Mittwochsupdate. Wir schauen uns also an, was aktuell die Botschaften sind, die von der geistigen Welt über die Karten zu uns durchkommen. Ich würde sagen, wir starten direkt mal. Ihr kennt die Legung hier bereits, die ich jetzt schon seit ein paar Wochen tatsächlich am Mittwoch mache. Ich war normalerweise mittwochs ja immer so ein bisschen flexibel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Mittwochslegung, wo wir in 5 Karten reingehen, gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Und deswegen werde ich da mit weitermachen, bis ich mir irgendwas anderes einfallen lasse. So, das heißt, wir gehen einmal rein in die Energien. Also, was ist die aktuelle Energie? Diese Legung ist jetzt nicht nur bezogen auf heute, die kann sich auch auf die nächsten Wochen auswirken. Also, wenn du diese Legung findest und es ist heute nicht der Mittwoch, an dem sie hochgeladen wurde, dann ist das in Ordnung. Eine etwas zeitlosere Legung. Genau, in diesem Sinne, wir schauen rein in die aktuelle Energie, in die Herausforderung. Was solltest du nicht tun? Was solltest du tun? Und wie entwickelt sich das Ganze? Okay, so, lass uns mal schauen. Okay, wir haben hier so ein bisschen eine Blockade. Eine Blockade, ich habe das Gefühl, es gibt irgendwas, was du erreichen möchtest. Die 10 der Münzen sind alles, was man sich erhofft, erträumt, erwünscht. Die 10 der Münzen können auf ganz viel Stabilität und Sicherheit hindeuten, auf gute Finanzen, auf einen guten Job, eine stabile Beziehung. Was auch immer es ist, dass du dir quasi erwünscht. Ich habe das Gefühl, es gibt hier entweder ja, gedanklich oder im wahrsten Sinne des Wortes eine Blockade, dass sich da gerade etwas nicht so wirklich weiter bewegt. Lass uns mal weiterschauen. Ja, das hat vielleicht zu tun mit der Teamarbeit hier, im Team gemeinsam an etwas arbeiten, etwas aufbauen oder was deinen Einsatz angeht. Ich habe das Gefühl, es gibt hier irgendeine Herausforderung oder Blockade. Es könnte aber sein, dass du gedanklich ein bisschen feststeckst mit einer Sache, wo entweder, wie gesagt, du im Team arbeitest oder in einer Beziehung. Teamarbeit könnte sich also auch auf eine Zweierbeziehung beziehen oder dass du hier irgendwie Einsatz zeigst. Ich habe das Gefühl, vielleicht hast du aktuell das Gefühl, hey, ich fühle mich gerade blockiert an der Erfüllung meiner Träume quasi zu arbeiten. Wobei die 10 der Münzen nicht wirklich deine Träume sind, aber das ist quasi all das, was man sich nur wünschen kann, hat man hier mit dieser Karte erreicht. Weil normalerweise würde ich sagen, hey cool, es ist jetzt eine gute Zeit, um Einsatz zu zeigen, alleine oder im Team, um das zu erreichen, was du dir quasi aufbauen möchtest oder dir erhoffst. Aber wie gesagt, wir hatten die 8 der Schwerter mit im ganzen Mix, das heißt, kleine mentale Blockade haben wir hier. Oder das Gefühl festzustecken. So, dann lass uns mal schauen. Was sind die Energien aktuell im Seelenkollektiv? Was sind die Energien aktuell im Seelenkollektiv? Okay. Dann starten wir mal. Die Hauptenergie ist aktuell die 2 der Stäbe und mit den 2 der Stäben geht es darum, Entscheidungen zu treffen für die Zukunft. Für mich ist die 2 der Stäbe eine der signifikantesten Entscheidungskarten, weil man hier gefühlt an einer Weggabelung steht. Die Welt steht dir jetzt hier offen. Wie geht es weiter, ne? Vielleicht bereitest du dich gerade auf etwas vor. Das könnte vielleicht eine Reise sein, ein Umzug, irgendwas, was in der Ferne liegt, wo du jetzt sagst, okay, wenn es keine Reise, kein Umzug ist, dann würde ich sagen, irgendein anderes Ziel. Wir hatten die 10 der Münzen schon, was ich als dein Ziel wahrnehme. Also das ist das, was ich mir hier erhoffe. Hier habe ich quasi alles erreicht, was man erreichen kann oder was ich erreichen möchte. Und ich habe das Gefühl, es geht darum, Einsatz zu zeigen und da sich hinzubewegen. Was jetzt aber erstmal wichtig ist, sind gewisse Entscheidungen für die Zukunft. Also du stehst an dieser vielleicht auch eine Weggabelung, ne? Vielleicht nicht nur eine Kreuzung, sondern eine Weggabelung. Und es ist jetzt so, okay, gehe ich links lang oder gehe ich rechts lang? Und es kann sein, dass du aktuell sehr in der Planung bist. Vielleicht weißt du genau, wo du hin möchtest. Also weißt genau, was deine 10 Münzen sind, die du erreichen möchtest. Und jetzt steht hier vielleicht noch eine signifikante Entscheidung an.
oder vielleicht auch mehrere kleine Entscheidungen, die dich quasi deinem Weg hier, deinem Ziel näher bringen. Die größte Herausforderung aktuell ist die Königin der Münzen. Königin der Münzen könnte jetzt auf mehrere Sachen hindeuten. Zum einen ist das die Managerin von Haushalt und Finanzen. Vielleicht ist das aktuell etwas, was so ein bisschen hinten überkippt oder was die größte Herausforderung ist, das Managen von Haushalt, Familie und Finanzen. Das könnte für den einen oder anderen hier eine Möglichkeit sein. Aber die Königin der Münzen ist auch das Thema Selbstliebe. Sich gut um sich selber kümmern, sich gut selber nähren. Vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes ist das im Moment das, was dich vielleicht ein bisschen blockiert oder was. Und dann, ich habe das Gefühl, wenn das hier mehr, wenn die Königin der Münzen wieder mehr zum Vorschein kommt, dann würde es dir leichter fallen, dann würde es dir besser gehen. Aber ich habe das Gefühl, aktuell ist die Königin ein bisschen blockiert. Also vielleicht gerade nicht so die Zeit für Selbstliebe, für sich zurückziehen, für einen Fürsorge- oder Selbstpflegetag. Ich finde das immer so komisch, wie man das auf Deutsch sagt. Das ist ein Self-Care Day auf Englisch, also ein Selbstpflege-Fürsorgetag. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall geht es hier darum, dass diese Energie aktuell gerade blockiert ist. Gegebenenfalls haben wir hier aber auch die Energie von Hilfe und Unterstützung in Form von Finanzen, in Form von einer helfenden Hand, in Form von jemand, der sich gut um dich kümmert. Und das könnte gerade aktuell eben auch die Blockade sein, dass vielleicht das gerade einfach nicht so möglich ist. Vielleicht kümmert sich gerade jemand nicht so wirklich oder du hast das Gefühl, du musst alles alleine machen, du hast keine helfende Hand hier. Das wäre ebenfalls eine Möglichkeit, was auch wieder erklären würde, insbesondere wenn du hier das Gefühl hast, ja, ich habe das Gefühl, ich muss das alleine machen, da ist irgendwie nicht so wirklich die Unterstützung da, würde das natürlich Sinn machen mit den Karten, die wir gerade beim Vormischen hatten. Ja, die 10 der Münzen, all das, was du erreichen möchtest, die 3 der Münzen, der Einsatz, die Teamarbeit und dann haben wir aber eine Blockade. Lass uns mal weiter gucken und zwar, was ist das, was du gerade nicht tun solltest? Okay, übereilte Entscheidungen treffen, habe ich das Gefühl. Also ja, wir sind in einer Zeit der Entscheidungen, Entscheidungen treffen für die Zukunft, aber die wollen gefühlt gut überlegt sein. Also der Ritter der Schwerter, der stürmt nach vorne, der sagt, ich weiß jetzt, wo ich hin will und ich lasse mich jetzt nicht davon abhalten, von nichts und niemanden. Und der kann manchmal dadurch ein bisschen skrupellos sein, im Sinne von, ist mir jetzt auch scheißegal, wer links und rechts von mir steht, ich presche da einfach dran vorbei. Auf der anderen Seite kann es manchmal sein, dass er ein bisschen hastig ist und dass er dadurch Dinge übersieht, die vielleicht wichtig sind. Also einen Gang runterschalten im Moment wäre ganz gut. Nicht zu übereilte Entscheidungen treffen oder zu schnell nach vorne gehen und wirklich hier gut planen. Die 2 der Stäbe, auch eine Karte der Planung. Das ist so, okay, ich habe die Idee. Ich plane das jetzt gut vorausschauendes Planen und treffe dann die notwendigen Entscheidungen, aber alles gefühlt ein bisschen langsam. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier als Tipp kommt. Der Tipp ist der Bube der Stäbe. Und der Bube der Stäbe zum einen könnte sein, hey, bleib optimistisch, bleib offen, bleib aufgeschlossen, bleib neugierig. Das wäre eine Möglichkeit hier als Charaktereigenschaft, was jetzt gerade vielleicht für dich wichtig ist. Und auf der anderen Seite kann der Stäbe auch ein Angebot oder eine Nachricht sein. Ein aufregendes Angebot, was reinkommt, eine aufregende Nachricht, die reinkommt. Eine Kommunikation, ein Brief, bleib offen dafür, schau dir das genau an. Beobachterhaltung könnte ebenfalls etwas sein, ne? Diese Energie von schau dir das mal genau an. Ob das jetzt eine Nachricht ist, die reinkommt, ob das ein Angebot ist oder ob das hier darum geht, um diese Situation, in der du bist, schau dir das mal genau an. Sei mal neugierig, schau mal ein bisschen tiefer rein. Ne? Studier vielleicht das Thema hier noch ein bisschen mehr, um mehr Informationen, mehr Wissen zu bekommen, mehr Erfahrung zu bekommen. Und macht insofern auch Sinn tatsächlich mit der Karte hier, was du nicht tun solltest, nämlich voreilig Entscheidungen treffen und einfach nur bam, drauf zu preschen. Was haben wir hier noch? Genau, sei offen, sei neugierig, schau tiefer in die Angelegenheit rein. Genau, lass uns mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und da wird es einen Grund zum Feiern geben. Sehr gut, hervorragend. Ja,
Was auch immer du erreichen möchtest, hier haben wir gefühlt einen Meilenstein, den du erreichst. Vielleicht sind es noch nicht die 10 der Münzen, die du. Die 10 der Münzen könnte das Gesamtpaket sein, wo du sagst, ja, das ist mein großes, langfristiges Ziel jetzt, das möchte ich jetzt gerne erreichen. Da arbeite ich quasi drauf hin und es könnte sein, dass das aktuell vielleicht noch eine mentale Herausforderung für dich ist, das große Ganze zu erreichen oder das große Ganze zu sehen. Aber hier auf jeden Fall, diese Energien zeigen mir, hier gibt es einen Grund zum Feiern, es kommen gute Nachrichten rein oder du hast hier irgendwas bereits erreicht. Für den einen oder anderen könnte das bedeuten, hier Tipp ist eine Ausbildung, irgendwas studieren, irgendwas Neues dazulernen, was dich brennend interessiert. Und das könnte das Ende der Ausbildung dann sein. Ne? Hey, das wirst du erfolgreich packen hier, das wirst du erfolgreich schaffen. Das ist das, was ich eh wahrnehme. Hey, du packst das, du wirst es hier erfolgreich schaffen. Also sei offen, sei aufgeschlossen, sei neugierig, schau tiefer in eine Angelegenheit rein, triff die notwendigen Entscheidungen hier. Ja, vielleicht ist aktuell die Thematik helfende Hand etwas, was dich blockiert oder du hast im Moment nicht so die Zeit, dich für dich selbst, um dich selbst zu kümmern. Für den einen oder anderen könnte das auch ein Steinbock Stier-Jungfrau sein, welcher gerade eine Herausforderung darstellt. Ne? Wobei wir hier wiederum ein Luftzeichen haben, also das wäre Wassermann, Zwillinge oder Waage und hier auch nochmal ein Feuerzeichen, Schütze, Löwe oder Widder. Also haben wir jetzt einiges hier auf dem Tisch tatsächlich liegen. Gerade wenn wir mehrere Hofkarten haben, die in mehrere Elemente fallen, bin ich immer so ein bisschen nicht ganz so precious, wie man auf Englisch sagt, was die Sternzeichen hier angeht. Insbesondere wenn große Arkane-Karten kommen, nehme ich die gerne mit rein. Lass uns mal schauen. Am unteren Kartenrand haben wir das Schicksalsrad. Okay, also definitiv ist das Ganze Teil einer großen lebensverändernden Energie, eines großen lebensverändernden Ereignisses oder einer Phase, die gerade mit sehr vielen großen Veränderungen kommt. Das Schicksalsrad ist für mich aber immer eine positive Energie. Das ist so, okay, das Schicksalsrad dreht sich jetzt und es wendet sich jetzt zum Positiven, zum Besten. Ich habe nur das Gefühl, dass das etwas Langfristigeres ist, weil hier übereile nichts, nicht zu schnell, schau tiefer in eine Angelegenheit, plane jetzt vorausschauend deine nächsten Schritte. Du wirst hier einen Meilenstein erreichen, einen Grund zum Feiern haben. Die Situation wird sich hier positiv für dich entwickeln. Also von daher sehen wir hier sehr, sehr schöne Tendenzen. Alles unter dem Menüpunkt, sage ich mal, große lebensverändernde Entscheidungen und Ereignisse. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und gucken, welches Krafttier uns denn begleitet. Hoppala, Moment, ach, sorry, es ist früh am Morgen. Ich muss die Karten erstmal richtig in den Griff bekommen. So, welches Krafttier begleitet uns denn in dieser Situation? Da kriege ich das Stopp rein und ich kriege tatsächlich zwei Karten. Und zwar der Bussard, lass dich vom Allgeist führen. Und die Nummer ist 8. Wir gehen gleich in die andere Karte rein. Die Karte Nummer 8 fällt zurück auf die Kraft und Stärke. Vielleicht gehst du gerade durch einen sehr großen Reifeprozess, wo du eine große Charakterstärke entwickelst, vielleicht auch durch gewisse Herausforderungen. Die 8 sagt mir, du hast die innere Kraft und Stärke, jede Herausforderung hier zu überwinden. Der Bussard, lass dich vom Allgeist führen, könnte darauf hinweisen, der Allgeist ist das Universum, ist Gott, die Engel, die geistige Welt. Lasse dich von der geistigen Welt führen, die hier einen Überblick über deinen Seelenplan hat. Geh du selber in Verbindung mit, vielleicht durch eine Meditation regelmäßiger, in Verbindung mit dir selbst, in Verbindung mit deiner Seele, mit dem Allgeist ganz bewusst und wisse, dass du hier geführt wirst. Was haben wir hier? Den Schmetterling. Oh, den hatte ich tatsächlich noch nie gezogen. Schmetterling, Verwandlung ist etwas Schönes, haben wir hier. Ja, und da sehen wir sogar eine kleine Krone hier drauf. Passen die Karten hier noch hin? Ja. Verwandlung ist etwas Schönes. Nummer 51, also 8 könnte für dich eine Bedeutung haben. 51 könnte eine Bedeutung haben. Reduziert ist das die 6. Die 6 sind die Liebenden.
Die Liebenden im Tarot stehen für Herzensentscheidungen, stehen natürlich auch für Partnerschaften und Beziehungen hier. Es kann also sein, dass eine ganz bestimmte Partnerschaft oder Beziehung hier eine Rolle spielt in dieser Angelegenheit, in dieser Veränderung. Es könnte sein, dass es jetzt für dich wichtig ist, Herzensentscheidungen zu treffen. Wir haben die Entscheidungen eh schon hier. Hier mit den Liebenden wären es dann wirklich Entscheidungen, die sich für dich richtig anfühlen. Und es könnte Zusammenkünfte geben, Zusammenschlüsse geben. Für den einen oder anderen vielleicht ein Vertrag, ne? Also hier vielleicht ein spannendes Angebot. Schau da genau rein, nichts überstürzen, aber es entwickelt sich gut. Dann haben wir hier, wie gesagt, auch Zusammenschlüsse, Verträge gefühlt ebenfalls. Verwandlung ist etwas Schönes, ja, von der Raupe zum Schmetterling. Zum einen sagt mir das natürlich, und das macht schon ein bisschen Sinn mit der Energie, die ich gerade hier schon durch die Acht hatte, durch die Kraft. Zum einen gehst du gerade durch eine große Verwandlung, wo du dich gefühlt wieder bist wahrscheinlich schon öfter durch eine Verwandlung gegangen, aber jetzt stehen wir wieder an einem Punkt, wo es reingeht in die Schmetterlingsenergie. Ich habe auch das Gefühl, die Zeit der Raupe ist im Prinzip jetzt vorbei. Also diese Verwandlungsphase, habe ich das Gefühl, ist fast abgeschlossen, weil wir ja hier auch schon den Schmetterling drauf haben. Der musste zwar durch die Verwandlung gehen und klar, wobei ganz ehrlich, man könnte ja auch die Raupe im Kokon zeichnen und sagen, okay, da ist gerade die Verwandlung im Gange. Deswegen, ich habe das Gefühl, die Verwandlung, diese große Veränderung ist gefühlt bald abgeschlossen und hat dazu geführt, dass du dich einfach extrem weiterentwickelt hast, innerlich, äußerlich vielleicht ebenfalls. Verwandlung ist etwas Schönes, das macht wiederum Sinn auch mit dem Schicksalsrad, was wir hier haben. Dann ziehe ich eine Karte vom Einhorn-Orakel. Kriegen wir noch eine weitere Botschaft. Und da kommt Vertrauen oder Vertraue. Wage den Sprung ins Unbekannte. Hat alles diese Verwandlungsenergie. Ne? Verwandlung bzw. Veränderung kommt immer mit etwas Neuem. Der Sprung ins Unbekannte wagen hat für mich immer die Energie auch vom Narren. Ein neues Kapitel startet. Wage den Sprung ins Unbekannte. Habe Vertrauen und bewege dich nach vorne. Glaube daran, dass du fliegen wirst. Vielleicht fliegt der ein oder andere jetzt irgendwo hin. Das könnte natürlich eine Möglichkeit sein, gerade mit dem Schmetterling und dem Einhorn hier. Aber vertraue oder glaube daran, dass du fliegen wirst, bedeutet natürlich auch, vertraue darauf, dass du aufsteigen wirst, dass du dich erheben wirst aus dieser Situation. Vielleicht hast du gerade das Gefühl, du bist noch ganz unten, bist vielleicht gerade in dieser Verwandlung mittendrin und hast das Gefühl, es ist alles noch ein bisschen schwer. Dann wisse, dass du auferstehen wirst und dich erheben wirst aus dieser Energie und es wieder leichter werden wird. Zum Schluss möchte ich noch eine Karte ziehen aus dem Moonology Manifestation Orakel. Kriegen wir noch eine Zusatzbotschaft hier. Was sollten wir noch wissen? Und da haben wir den Last Quarter Moon in Aries. Das ist das letzte Viertel des Mondes im Widder. Work through your feelings. Also arbeite dich durch deine Gefühle durch. Vielleicht eine sehr emotionale Angelegenheit hier oder etwas, was dich auf gewisse Art und Weise triggert. Aries, Widder, der Kriegsgott hier. Mars-Energie. Es kann natürlich sein, dass es hier irgendwas gibt, was dich ein bisschen Stress, also Mars ist auch immer eine stressige Energie, eine nervöse Energie vielleicht und eben die Energie von vielleicht getriggert werden. Es kann sein, dass es hier also irgendwas gibt, was dich emotional triggert, wo es wichtig ist, dass du dich durch deine Gefühle durcharbeitest. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das könnte aktuell ein bisschen schwierig sein hier, aufgrund dessen, dass für den einen oder anderen die Selbstliebe, Selbstfürsorge-Karte, sage ich mal, hier in der Herausforderung oder Blockade ist. Also vielleicht ist es nicht die Blockade, aber vielleicht ist das gerade die Herausforderung in all dem, was gerade hier abgeht, dich gut um dich zu kümmern und auch immer mal wieder dich durch deine Gefühle und Emotionen durchzuarbeiten, wenn irgendwas getriggert wird oder wenn hier gewisse Stressenergien, sage ich mal, sind. Ich würde sagen, in diesem Sinne sind wir durch mit der Mittwochslegung.
Habe ich irgendwas vergessen? Nein. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen ganz wundervollen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Liken, Kommentieren, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Also, macht's gut.